Aloha, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit RimWorld. Und der Mikey, der ist hier noch ordentlich am Spazieren, aber der wird sich auch bald schlafen legen, während der Rest der Meute bald mal aufstehen wird. Ja, so ist es halt, wenn man einen Nachtaktiven hat, dann ist das Ganze ein wenig schwierig. Nichtsdestotrotz, ich habe hier jetzt alle Gebäude soweit fertig. Da kann ich ja mal... Ah nee, ich mache neue Betten einfach. Ich habe ja das Holz dafür. Zack, zack, zack und zack. Ein bisschen langweilig, immer an der gleichen Stelle das Bett. Aber kann man ja später nochmal umstellen. Aber fürs Erste muss das so reichen, auf jeden Fall. Dann dürfen auch gerne nochmal ein paar Stühlchen hin. Weil Stühle am Arbeitsplatz erhöhen die Produktivität. So ist das halt bei diesem Spiel. Es wird auf alles geachtet. Die kleinen Details sind es halt manchmal. Und ich hoffe, es kann bald mal was... Ja, es kann bald was geerntet werden. Oh, das ist gut, ist das. So langsam werden nämlich irgendwann auch die Beeren knapp. So viel bringen die auch nicht. Aber Fleisch wird auf jeden Fall auch schon mal hergestellt. Das ist löblich. Kraftstoff ist hier auch drin. Perfekt. Oh, die Bumalopen machen mir auch Angst. Es macht mir so vieles hier Angst. Unglaublich. So, aber Angriffe, die können hier ja wirklich nur von da oder da starten. Kann sein, dass sich hier mal jemand irgendwann durchbuddelt. Da muss ich dann durch. Beziehungsweise da muss der Angreifer erstmal durch. Aber ansonsten klingt doch mal schon mal ganz angenehm. Nee, die Tisch, die haben wir leider noch nicht gebaut. Was macht denn der Lou? Womit ver... Oh, der jagt gerade. Das ist nicht gut. Jagen mach erstmal nur auf 4. Sonst kommt er ja zu nichts anderem mehr. Da müssen wir irgendwas anderes finden. Du hast doch eine Waffe. Geh du mal auf Jagd. Ich wage es einfach mal. Mehr als lernen kann er dadurch eigentlich nicht. Genau, geh auf Jagd. Du kannst das schon. Ich vertraue auf dich. Ich glaube an dich. Oh, wie viel braucht überhaupt so ein Geothermalgedöns? Falls ich das überhaupt schon kann. Ich glaube nicht. Strom. Geothermal kann ich nicht. Machen wir das mal über Holzverbrennung. Warte mal. Einmal kurz gucken. Was macht der befeuerte Generator? Der macht... Da steht nicht, wie viel Energie der generiert. Im Vergleich. Ich würde mal sagen, da wir hier so eine Map voller Holz haben, nehmen wir verdammt nochmal befeuerte Generatoren diesmal. Aber holla die Waldfee, machen wir das. Und die bauen wir dann erstmal. Ach komm, machen wir erstmal aus Holz und Kabuff hier bauen. Wird schon irgendwie. Oh, und es müssen noch immer ganz viele Betten gebaut werden. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, das Doofe sind im Moment die Wege zum Lager. Die sind etwas unglücklich gewählt. Das gebe ich ja mal zu. Oh, ich glaube, wir könnten noch einen fünften Siedler vertragen, oder?
und vielleicht auch mal hier so, ich glaube, erstmal brauchen wir so zentrale Schussanlagen. Warte mal, Befehle, nicht Strukturen, sondern Sicherheit. Ja, wir haben ja so ein kleines bisschen Metall, haben wir ja. Wobei, ob ich da nun zweierlei mache oder hier. Machen wir mal so hier und für den Fall, dass jemand hier angreift. So, das muss ausreichen erstmal. Sollte es in der Regel auch. Oh, ist richtig schön, dass wir hier so einen Sumpf haben. Der macht sich eigentlich als Verteidigungsmaßnahme richtig geil. Und die Betten sind schon alle gebaut. Jawohl. Wähle Besitzer. Zuweisen. 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 Nicht Gefangene. Und zuweisen. Und schwupp, haben alle ein Bettchen, was deren eigen ist. Geil, jetzt kann ich dann bald auch noch einen Gefangenentrakt bauen und oh, geht gut voran. So einen schönen Schiller kann man mal jagen. Die tote Ratte verderbt in weniger als einen Tag. Unglückliche Sache, das. Ein Kasua. Kann man auch mal jagen. Muss ja nicht immer nur Kleinviech sein. Und hier noch ein Kasua. Gut, Verteidigungsanlagen werden also auch langsam aufgebaut. Essensproduktion läuft langsam an. Mit noch ein paar Beeren auf Lager. Und Reis haben wir auch. Ist zwar auch ungekühlt, aber es ist ein Anfang. Aber wir müssen natürlich mal sehen, dass wir hier mal ein bisschen was reinbekommen. Ja, deswegen ist der Strom wichtig, damit wir hier die Kühlung in Gang setzen können. Ah klar, aber das Futtern ist auch nicht unwichtig. Schwanz ist abgeschossen, ne? Immerhin etwas. Und der Stele, war das überhaupt auch der Schießwüterig? Nee, der ist nicht schießwütig, der ist einfach nur hässlich. Und Fernkampf hat er jetzt schon auf 4. Der war doch mit 3 gestartet. Der lernt dazu, der Junge. Aus dem wird noch ein ganz großer. Ich sehe schon kommen. Auf den werde ich noch stolz sein. Yes. Ein toter Kasua. Und eine fertige Nahrungskammer. Oh, es werden immer mehr Räumlichkeiten fertig. Ich bin stolz. Ja, und die können jetzt auch spielen. Jetzt kommen die Werkbänke dran. Goody. Dann wird das hier gebaut. So, aber erstmal ist der Steinmetztisch auf jeden Fall wichtiger von Aufgaben, denn hier kann ich sagen, hey, stelle erstmal Granitblöcke, falls vorhanden. Warte mal, Granit. Ein paar Granitbrocken habe ich da. Wobei Schiefer ist im Moment eher so der Fall. Ach, egal.
Steinmetztisch, egal. Stelle irgendwelche Steinblöcke her und produziere erstmal für immer. Davon kann man was gebrauchen, weil daraus werden dann ja irgendwann auch Wände und sowas gemacht. Psychisches Brummen. Ein starker Schmerz hämmert im Kopf deiner weiblichen Kolonisten, habe ich ja nur eine. Eine weit entfernte Maschine des Hasses rührt sich. Sie sendet ein starkes psychisches Summen über die ganze Region auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verschlechtern. Das ist natürlich schlecht, ne? Mal sehen, die. Die ist ja im Großen und Ganzen ganz happy. Weil sie sehr niedrige Erwartungen hat, aber auch. Das wird sie schon irgendwie überstehen. Irgendwas wurde hier wieder getötet. Von der Schlange vermutlich. Ja, die Schlangen sind auf Jagd, aber zum Glück noch nicht auf Menschen. Sondern auf Affen. Aber sehr erfolgreich auf jeden Fall. Heide Witzka. Also die sind echt eklig, die Kobras. Oh, vielleicht sollte ich die dann morgen doch mal jagen oder so. Keine Ahnung. Die wären jedenfalls so ein Problem. Und oh Gott, wir haben schon den 14. Ich habe das Gefühl, dass weniger Spieltage vergangen sind, aber okay. Und eine Hitzewelle überkommt uns auch noch. Ha. Wir haben ja sonst keine Probleme. Warum also keine Hitzewelle? Schon im April. Beziehungsweise April. Die sind ja zusammengemerged. Okay, Lu, du baust jetzt erstmal an der Holzwand. Das Ding duldet keinen Aufschub. Es ist sehr wichtig. So. Dann brauchen wir... Wo haben wir es denn? Strom. Bevor ja der Generator... Erstmal muss eine ausreichen. Und Leitungen. Diesmal lege ich die durch die Wände. Weil wenn ich die Leitungen durch die Räume verlege, dann senkt das die Attraktivität der Räumlichkeiten. Deswegen, ich habe dazu gelernt, es wird jetzt einfach mal solide durch die Wände durchverlegt. Ah, jetzt wird gebaut. Und wenn wir dann schon dabei sind, mal sehen, 30 Bauteile, oh, das reicht ja locker flockig. Dann gönnen wir uns mal für die Temperatur eine Kühlung. Doppelterweise hier in die Nahrungskammer, damit das Essen nicht verdirbt und damit wir auch baldigst einen Ort haben, wo sich die Leute auch wirklich abkühlen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil eine Hitzewelle kann einen auch dahin raffen bei diesem Spiel. Also ist nicht zu verachten, das Ganze. Yes. Warte mal. Wenn ich die jetzt baue, die Kühlung. Scheiße. Strom, Strom, Strom. Brauchen wir doch noch ein Kabel bis hierher. Ich dachte, das würde vielleicht noch ausreichen, so gerade. Ah nee, da habe ich mich vertan. Oh Mann. Bau schneller.
Langsam wird es nämlich wirklich heiß. Jetzt Hitzschlag, erste Anzeichen. Da haben wir sie schon. Genau, jetzt baut er erstmal hier die Leitung. Das finde ich sehr schön. Nee, er baut doch erstmal das und dann... Lu, mach mal keinen Schmuh. Bau mal Stromkabel. Yes! Genau das wollte ich. So, Kraftstoff ist vorhanden für 3 Tage und 2 Stunden. 1000 Watt sind da dran und... Also 1000 Watt kann der leisten und... Verbraucht werden weniger. Leistung benötigt 200. Sprich, wir haben hier 600 Überschuss. Perfekt. Das ist doch mal was. Dann kann ich ja fast schon irgendwann Beleuchtung hier machen. Strom. Möbel. Was braucht denn so eine Stehlampe? Steht das hier? Das muss auch irgendwo stehen, wie viel Strom das braucht. Nö. Das sollte vielleicht mal dazugefügt werden, dass man das weiß. Und geht spazieren. Das ist gut, dass die ausgerechnet da spazieren gehen. Du gehst auch rein. Ach, wisst ihr was? Ihr geht alle mal hier schön rein und kühlt euch erstmal ab. Damit das mal klar ist. So, erste Anzeichen. Oh, Frankie geht's ganz gut. Du darfst raus. Aber ihr anderen, ihr werdet erstmal eure Hitzschlaganzeichen abkühlen. Jo. Perfekt. Warte mal. Auch. Ja, dann könnt ihr mal losgehen. In eure kleinen heimischen irgendwas. Oh, by the way, es muss hier nur noch 6 Rationen, weil die anderen Sachen wohl verdorben sind oder so. Oh. Geh weg. Minus 10, minus 9, genau. Mal sehen, wie weit kriegen wir die Temperatur runtergedrückt. Kriegen wir in den Minusbereich? Ja, nicht so ganz. Da muss dann offenbar doch nochmal. So. Was gebaut werden? Fäulnis. Jetzt wollen die mich richtig foppen hier. Leck mich am Arsch, ey. Genau, nimm ruhig mit die Dinge. Da ist noch ein Truthahn. Warum liegt der Truthahn hier? Frag ich mich. So, und weil wir jetzt mal so ganz lustig sind, lassen wir auch noch Tierleichen hier lagern. Dann wird's so richtig ein Spaß. Ja, aber erstmal wird neu ausgesät. Wie schön. Ach so, habe ich ja ganz vergessen. Ich sollte erstmal hier schlachten. Schlacht der Kreatur, für immer. So. Dann ist das wie beim normalen Schlachter hier. Guti. So kann ich arbeiten. So, dann sollte es ja eigentlich bald mal richtig schön losgehen. Und ach komm. Jagd auf einen Affen und Jagd auf einen Chinchilla. Geht auch alles. Und es wird geschlachtet. Seltenes Rumbus. Ja, eine kleine Herde des Rumbus hat das Gebiet betreten. Das sind diese komischen Viecher.
aber die sind nicht relevant zur Jagd derzeit. Da würden wir uns die Zähne dran ausbeißen, auch wenn die wertvolle Sachen haben, die man gut verkaufen kann. Aber nee, im Moment nicht. Die greifen einen selbst auch nicht an. Die sind friedfertig, lassen wir die also auch in Ruhe. Und ja, apropos in Ruhe lassen, ich lasse euch jetzt auch mal in Ruhe, denn die Folge ist wieder zu Ende. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Daddlezeit mit RimWorld. Ciao, ciao.